Zettel vor der Nase und da steht drauf, dass ich die Begrüßung zu machen habe. Das mache ich sehr, sehr gerne, denn das ist ja ein guter Anlass heute. Und wie es sich gebührt, sind wir zusammengekommen, um natürlich auch diesen Anlass denn zu feiern. Ich bedanke mich dann auch nochmal für die herzliche Begrüßung, sehr geehrter Herr Packmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister Tiede, sehr geehrter Herr Hissler, sehr geehrte Damen und Herren. Also die Übergabe eines Förderbescheids ist ja nun wirklich immer eine schöne Angelegenheit für Überbringer und für Empfänger, denke ich. Und auch an einem Freitagnachmittag, denke ich, ist das eine schöne Gelegenheit. Und das mit dem Geld zu fördernde Objekt, historische Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm, das denke ich berechtigt dann auch nochmal dazu zu sagen, dass es wirklich eine schöne Gelegenheit ist und dass wir auch dann in netter Runde und in schöner Runde zusammensitzen können. Denn trotz seiner Flussturns ist der Kaiser Wilhelm ja fest an die Stadt Lauenburg gebunden und als Ausstellungsstück des Städtischen Museums mit angestammtem Liegeplatz ist er auch ein städtebaulicher Fixpunkt, zusammen mit der Kirche und mit der Unterstadt. Und bei dem Schaufelraddampfer Kaiser Wilhelm handelt es sich um das größte Exponat des Schifffahrtsmuseums und um ein technisches Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung zugleich. Es gibt, habe ich mir sagen lassen, nur wenige schwimmende Kulturdenkmale, die dann auch in unser Denkmalbuch eingetragen sind. Mit der Unterschutzstellung soll der Raddampfer in seiner alten Machart und seinem Erscheinungsbild erhalten bleiben. Alles Neue, was an Technik und Sicherheitsausrüstung hinzukommt, soll sich diesem Bild einfügen. Die denkmalgeschützte Substanz des Schiffes soll also nach Möglichkeit repariert und nicht ausgetauscht werden. Wir wollen keinen neuwertigen Zustand dieses Schiffes. Wir wollen, dass die Beulen und die Farbschichten weiterhin zu sehen sind, denn das ist ja dadurch haben wir den Zeugniswert des Raddampfers. Natürlich kostet das alles eine Menge Geld, aber ich finde, dieses Geld ist für die Bürgerinnen und Bürger, für die Stadt Lauenburg verständlich angelegt. Und zugleich ist der Auftrag für die Hitzler Werft für mich auch eine Investition in die regionale Wirtschaft. Und ich glaube, dadurch wird einmal mehr deutlich, dass Denkmalschutz auch immer wieder Wirtschaftsförderung ist. Grundlage für einen denkmalpflegerischen Maßnahmenkatalog sind die Gutachten der Werft, das Restaurierungsgutachten für die Behandlung des Innenraums und die Farbigkeit des Schiffaufbaus, wie auch der Bericht der Prüfingenieure. Es hat also eine ganze Reihe von Gutachten gegeben. Doch es bleibt also dann Aufgabe des Fördervereins, als wahrer Hüter des Denkmals, daraus dann auch sinnvolle Abschnitte für ein langes Leben des Kaiser Wilhelm zu bilden. Der Raddampfer verkörpert also dann diese Identität der Stadt Lauenburg. Er verkörpert Technik, Schifffahrts- und Flussgeschichte zum Anfassen, wie das Leben eben in dieser Stadt in einer anderen Epoche und in einer anderen Zeit seinen Tageslauf genommen hat. Ich freue mich daher sehr, dass sich so viele Lauenburger mit vereinten Kräften darum bemühen, dieses mehr als 100 Jahre alte Schiff voll funktionsfähig und damit in Fahrt zu halten. Und ebenso glücklich bin ich, dass ich heute dann Sanierungsmittel in Höhe von 400.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm 4 des Bundes Ihnen überreichen kann, dass wir diese Mittel nach Schleswig-Holstein haben holen können. Meine Damen und Herren, der alte Gassenhauer, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben, erhält mit der Sanierung dieses Schiffes, denke ich, eine reale Bedeutung. Der Schaufelraddampfer symbolisiert, was sich alle Menschen bewahren wollen, Heimat und Identität. Auf dieses Denkmal dürfen die Lauenburger zu Recht stolz sein. Denn nur wer seine Wurzeln und seine eigene Geschichte kennt, kann sich auf den Weg machen, die Welt zu entdecken. Dann darf es auch gerne mit einem modernen Schiff sein. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal
ich möchte dann jetzt zu dem ganz wichtigen Teil übergehen, nämlich Ihnen den Förderbescheid überreichen. Ich gucke jetzt mal, wer denn Empfänger, das ist denn der Förderverein in Person des Vorsitzenden. Zitiere mal, Zuwendung aus Mitteln der Denkmalpflege, Denkmalschutz-Sonderprogramm 4, der Beauftragten der Kultur und der Medien vom 12.07.2013, Bundesmittel in Anwendung des Landesrechts für den Raddampfer Kaiser Wilhelm in Lauenburg, Kreis Herzogenaurach, und entsteht hier die Summe 400.000 Euro. Ich überreiche Ihnen jetzt den Förderbescheid und wünsche Ihnen eine glückliche Hand und viel Freude mit dem Raddampfer hier in Lauenburg. Herr Brackmann, Ihnen nochmal herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin Sporndung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich zunächst einmal am heutigen Tag natürlich, dass wir uns wieder einmal hier treffen, um gemeinsam für Lauenburg, für die Bevölkerung und für die Region etwas Gutes tun zu können. Es war keine ganz leichte Aufgabe, wie diejenigen, die dabei waren, diese Mittel zu beschaffen. Denn eigentlich passte das ganze Vorhaben ja nicht unter die Förderrichtlinien, weil mobile Denkmale eben nicht gefördert werden. Und so mussten wir erst die Richtlinien ändern und dann obendrein explizit in das Haushaltsgesetz reinschreiben, Kaiser Wilhelm. Die Beweglichkeit des Kaiser Wilhelms, und damit mache ich dann den Tagesordnungspunkt 4 gleich mit. Der Landrat hat eigentlich gestern Abend noch gesagt, er wolle heute da sein, hat sich heute Morgen leider krank gemeldet. Und deswegen darf ich seine Grüße überbringen, aber auch gleichzeitig darauf hinweisen, dass es schon von Bundesebene ja vorgegeben ist. Wir dürfen ja nur fördern, wenn das eine überregionale Bedeutung hat. Und der Kaiser Wilhelm hier in der Tat nicht nur für die Stadt Lauenburg, sondern für die gesamte Region auch einen hohen touristischen Wert hat. Wir waren heute Morgen mit einigen auf der Reisenmesse in Hamburg. Und wenn man dort sieht, was so nachgefragt wird, was die Leute ansprechen, dann zeigt sich eben, dass der Kaiser Wilhelm hier weit über die Region hinaus ist, aus ganz Norddeutschland mindestens und wie ich eben hörte, aber dazu kann Herr Reich nachher noch etwas sagen, Interesse auch im Ausland findet. Das zeigt, wie sehr es ein Magnet hier ist. Und wenn dieser Verbund aus Elbe, Kultur, einem großen Exponat und wir haben ja noch eine weitere größere Veranstaltung in diesem Jahr hier in Lauenburg, wenn das Elbschifffahrtsmuseum dann in dem letzten Ausbauzustand und mit der pädagogischen Präsentation der Exponate dort an den Markt geht, dann wird das hier ein Highlight für die gesamte Elbregion sein zu machen. Mir bleibt deswegen nur dem Schiff immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu wünschen, der Mannschaft viel Spaß bei der ehrenamtlichen Arbeit, viel Erfolg und den Menschen in Lauenburg, in der gesamten Region, eine ungetrübte Freude an diesem Kulturdenkmal, das Ihnen die schöne Region in der Elbe hier präsentiert und für uns alle damit ein Vorzeigeteil sein wird. Herzlichen Dank. Ja, nun bin ich dran, ne? Also reden ist nicht so meine große Stärke. Ich bin eigentlich derjenige, der an Bord arbeitet. Kapitän. Ja, also ich habe letztes Jahr nicht nur das Ruder denn vom Verein übernommen, sondern gleichzeitig wurde ich ein bisschen genötigt, auch das Ruder vom Kaiser Wilhelm zu übernehmen. Mit einer Probefahrt und auch mit der Saison, die wir letztes Jahr dann gemacht haben, haben wir doch einiges dann schon bewirken können. Sehr schön eben, dass dieser Förderbescheid heute da ist, dass wir damit den Kaiser am Leben erhalten können, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wir restaurieren, wir planen, hoffen, dass wir jetzt erstmal damit für die nächsten Jahre weiterkommen. Aber ich muss dabei sagen, ein kleines Aber ist dabei, die 400.000 Euro, die da kommen, die sind nur so viel von dem, was das insgesamt benötigt, Herr Schöff.
Ja, aber wir kommen Stück für Stückchen weiter und es ist auch so, dass wir mit dem Fahrplan 2014, der vor Ihnen liegt, doch sehr euphorisch in die Saison starten werden und auch mit sehr vielen Fahrten dabei, dass wir auch dann darüber Gelder einnehmen werden, um dann das nächste vielleicht auch wieder aus eigenen Mitteln weiter fortführen zu können. Solch ein altes Schiff wird nie fertig. Es wäre sehr wahrscheinlich einfacher, ein neues Schiff zu bauen, ja, bevor man ein altes Schiff immer wieder restauriert. Aber dann würde ja das gewisse etwas verloren gehen, dass wir unseren Kindern bzw. auch irgendwann unseren Enkeln dann zeigen können, was haben wir da Schönes mit dem Kaiser Wilhelm. So hat mal eine Dampfmaschine funktioniert, so fährt ein Dampfschiff. Ja? Und das ist für mich selber nicht nur als Vorsitzender jetzt vom Verein, sondern auch als Kapitän, wenn ich auf dem Kaiser draufstehe, bin ich ein anderer Mensch. Ja? Ich stehe da und das Lächeln ist bei mir im Gesicht drin. Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Ja, als Kind bin ich oft an der Elbe entlang gegangen und habe den Kaiser gesehen und habe gedacht, boah, das Ding muss auch mal fahren. Ja, heute steht man da drauf. Ne? So, und ja, jetzt weiß ich auch nicht, ist auf die Fahnen verloren. Ja. Ja, wir vom Verein möchten uns recht herzlich bedanken, dass es doch alles geklappt hat, dass wir jetzt weitermachen können und blicken sehr, sehr positiv in die Zukunft. Es ist für uns so, wir haben letztes Jahr kurz mal nur laut gedacht, dass wir mit dem Kaiser mal nach Dresden fahren möchten, wo das Schiff gebaut worden ist, hatten das euphorisch geplant schon für dieses Jahr, haben es dann aber leider aus Zeitmangel mit dem Restaurierung und auch mit der logistischen Planung, die wir dafür machen mussten, auf ein Jahr später verschoben. Aber wir hatten noch gar nicht ganz laut gedacht. Da kamen die ersten Anfragen aus der Schweiz von einem Verein, der für Dampfschiffe da ist, ob die nicht mitfahren könnten. Also es ist Interesse, wie das eben schon gesagt wurde, weit über die Grenzen von Deutschland hinaus, dass man den Kaiser beobachtet. Ja? Und in diesem Sinne, wie das schon eben gesagt wurde, wir präsentieren nicht nur Laumburg, wir präsentieren damit auch die Region. Und es kommen Leute aus von der Weser, vom Rhein, die wiederum bei uns auf dem Schiff sind und uns immer wieder sagen, wie schön das doch ist, mit dem Kaiser mitzufahren. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich hoffe mal nicht. Ja, ich bin, wie schon gesagt, nicht der gute Redner. Ja, nochmal recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns irgendwann hier in dieser Form wiedersehen werden. Auf jeden Fall. Ich möchte es auch nicht zu lang machen, aber ich wollte natürlich auch niemals etwas vorwegnehmen. Deshalb darf sehr kurz. Aber eins ist mir doch auch wichtig nochmal zu sagen. Dieses Schiff, das macht den Laumburgern jetzt über viele, viele Jahre sehr viel Freude. Und nicht nur den Laumburgern, sondern insbesondere den Gästen. Und es ist ja, hat ja eine Strahlkraft, das wurde eben wiederholt gesagt. Ohne den Förderverein wird es das alles nicht geben. Und auch wenn wir heute eine sehr, sehr großzügige Zuwendung hier erhalten haben, so muss man, oder darf man nicht vergessen, dass es ja auch einen Eigenanteil gibt, den der Förderverein jetzt auch aufbringt. Das ist eine Menge Geld für einen ehrenamtlichen Verein, das muss eingefahren werden und dafür möchte ich auch den Förderverein nochmal wirklich für die geleistete Arbeit ohnehin, das ist euch allen bekannt, aber auch für diese Hürde, die da auch nochmal genommen wurde und wir wissen alle, wie schwer das war, auch nochmal Danke sagen, dass das so gemeinschaftlich gemeistert wurde. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und all das, was jetzt so an Neuerungen zu verzeichnen ist, auch das ist nicht selbstverständlich. Dass wir heute einen Fahrplan haben, im Februar, normalerweise kam der im Juni oder Juli raus. Man hat über Monate, meist im Winter, über Reparaturen gesprochen und was alles. Hier packt man an, dieser Förderverein, der hat jetzt Schwung. Das ist toll, er ist neu aufgestellt. Und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen, das sollte nicht zu kurz kommen. Ich schlage vor, dass wir das Schiff besichtigen, ehe es dunkel wird.